Herr Kreisky. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde des Bruno Kreisky Forums, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unserer Gespräche aus dem Wohnzimmer Bruno Kreiskys, die republikanische Geschichtsstunde, wie wir es nennen, unter dem Titel Es ist ein gutes Land. Es ist mir eine besondere und außergewöhnliche Freude, einen der wichtigsten Literaten Österreichs, des Nachkriegs Österreich, heute begrüßen zu dürfen. Surkamp, Autor und ein Roman, der in der ewigen Top-Liste österreichischer Literatur sehr zu Recht seinen ständigen Platz gefunden hat, gebürtig. Lieber Robert Schindl, noch einmal herzlich willkommen. Ich darf Sie zu diesem Anlass, es ist der 8. Mai und wir feiern die Befreiung Österreichs, wir feiern mehr oder minder auch das Ende des Zweiten Weltkrieges. Unser Thema heute wird sein der Widerstand gegen das Hitlerregime, im Speziellen natürlich der kommunistische Widerstand. Ich lese in Ihrer Biografie, dass Sie 1945 von Ihrer Mutter, die aus Auschwitz und Ravensbrück gekommen ist, das überlebt hat, dass Sie aufgefunden wurden bei ebenfalls kommunistischen Widerstandskämpfern, die sich Ihrer angenommen haben, nachdem Sie diese Zeit im jüdischen Spital überlebt haben. Haben Sie da noch, lieber Robert Schindl, haben Sie da noch Erinnerungen, Eindrücke, was auch immer an diese Zeit? Naja, ich war damals bei der Befreiung, war ich ein Jahr, ich bin ja 4.4.44, war ich ein Jahr alt und habe natürlich keine bewussten Erinnerungen, aber es gab einen immer wiederkehrenden Traum, und zwar einen rollenden Ziegel. Der Gold und Staub und Wirbel. Und am Nachthimmel waren so Drachen geflogen, so auf und ab. Und das war alles. Und das nehme ich an im Nachhinein. Das waren die Bombennächte und ein Fenster vom Luftschutzkeller ins Freie und die Ziegeln, die da halt gerollt sind, dass das ich vielleicht das als Tagesrest in den Traum gekommen ist. Und der Traum ist aber, weil er nicht verstanden wurde, immer wieder gekommen. Ne? Mhm. Und das ist meine einzige Erinnerung, wenn man will, an diese Zeit, weil kein Einjähriger kann sich erinnern. Mhm. Aber es bleiben doch in der einen oder anderen Form unbewusste Eindrücke. Es ist aber offensichtlich in dem Sinn, mit Ausnahme des Bombentraums, denke ich wohl kein Trauma in dem Sinn. Nein, das ist nicht. Ich war ja sozusagen, was erst sehr spät herausgestellt hat, ich war ja seit August 1944, als meine Eltern verhaftet wurden, bin ich von Linz nach Wien gebracht worden und war dann im jüdischen Spital, zuerst in der Fernandstraße und dann in der damaligen Mohappelgasse, jetzige Tempelgasse. Und da gibt es Aussagen von Kindern, die damals schon 9 Jahre, 7 Jahre alt waren und sich an mich als Säugling mit weißer, schwarzgelocktes Haar gehabt haben, erinnern konnten. Es gab sogar mal ein Treffen dieser Leute, die damals in der Mohappelgasse als Kinder überlebt haben. Und es war sozusagen, es ist uns nichts geschehen. Wir hatten ja nichts zu essen und es sind ziemlich viele gestorben. Aber dadurch, dass ich ein ziemliches Bröckel war bei der Geburt, 61 cm und 5 Kilo. Und das bei einer Mutter, die 1,50 Meter war. Das war einer der Gründe, dass ich eben halt sehr offensichtlich habe ich Widerstandskräfte damals mitbekommen und konnte das halt mit 9 oder 10 anderen dann überleben. Aber Erinnerungen daran habe ich nicht, aber wie man weiß, ist das erste Lebensjahr, wie man weiß, sehr, sehr wichtig. Und fast alles, was da passiert und einem widerfährt, marschiert ins Unbewusste und bleibt und produziert Träume, zum Beispiel Albträume und solche. Und die haben mich
bis in die Pubertät begleitet sich. Albträume und Angstzustände. Aber direkte Erinnerungen hat sie natürlich nicht. Wenn ich anknüpfen darf, erstens einmal jüdisches Spital. Das ist vielleicht für eine doch größere Anzahl unserer Zuhörer und ZuseherInnen wenig bekannt, dass es 45 noch sozusagen quasi ein funktionierendes jüdisches Spital bis zum Ende gegeben hat, wie es ja auch eigentlich eine jüdische Community gegeben hat mit dem Ältestenrat. Es ist auch so, dass man sagen kann, okay, wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die letzten großen Transporte passieren, 42, 43, eher 42, gibt es noch an die 10.000, 8.500, wie auch immer, jüdische Menschen in Wien. Insgesamt überleben werden sozusagen 5.600. Das ist eine Zahl, über die ich nicht streiten würde. Es ist nur eine ungefähre Angabe. Bei doch zu Beginn des Zweiten Weltkrieges mehr als 200.000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Also man kann allein an diesen Zahlen ermessen, was da an Ungeheuerlichkeit passiert ist. Es geht doch vieles, wenn ich das richtig lese, in Ihren Roman gebürtig ein. Nicht direkt. Und es spielt sozusagen indirekt in dieses, wenn ich das gestehen darf, es in meinem ewigen Top Ten der Roman, es ist sozusagen, es ist auch das Atmosphärische. Es hat vor Ihnen eigentlich, es hat zwei, drei größere Autoren gegeben, aber eigentlich beginnt die Auseinandersetzung mit jüdischer Identität in diesem Land nach diesem Wahnsinn, nach diesem einzigartigen Menschheitsverbrechen, beginnt eigentlich mit ihrer Auseinandersetzung, die literarische Verarbeitung. Und das in gewisser Weise arbeitet ja auch der Ära Waldheim vor und all dem. Genau. Denn die Auseinandersetzung Österreichs oder der Österreicher mit dieser Zeit begann ich erst 86, 87, 88 mit dem Aufklärungsweltmeister Wiener Wilden, Kurt Waldheim, der sozusagen Österreich zu seinem Schub aller 68, 20 Jahre später, verholfen hat. Allerdings, was Sie zuerst gesagt haben, mit das, was in diesem ersten Lebensjahr passiert ist, hat mich ja dennoch, weil es ja im Unbewussten war, hat eine prägende Gestalt und Gewalt gehabt. Anders kann ich mir sozusagen die sehr frühe, fast obsessive Auseinandersetzung mit dieser Zeit nicht erklären. Ich bin in der Kommunistischen Partei aufgewachsen und in den Kinder- und Jugendorganisationen. Da gab es natürlich den berühmten marxistischen Antifaschismus, der sozusagen seine Meriten hatte, jedenfalls, aber im Rahmen dieses Antifaschismus war man ohne dies, wenn man selbst ein Opfer des Holocaust in einer gewissen Weise war, auch durchaus konfrontiert damit. Und deswegen gab es schon sehr früh eine Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt und auch natürlich damit, wer ich denn eigentlich bin. Wer ich eigentlich bin? Ich lese auch in Ihrer Biografie, das durchaus, bitte mich jetzt nicht misszuverstehen, faszinierende Schicksal Ihrer Mutter, Ihres Vaters, der ja in Dachau, glaube ich, zu Tode gebracht wurde, als, wie sagt man denn, eingeschleuste Agenten, antifaschistische Agenten. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie in der Tarnung elsässischer Zwangsarbeiter eingeschleust wurden. Ja, aber nicht als Agenten, sondern als Kommunisten. Ja. Also sie sind als elsässische Arbeiter, Fremdarbeiter, hat es damals geheißen, nach Linz gekommen, weil meine Mutter war schon vor dem Krieg ziemlich bekannt bei der Polizei
Und in Linz hat sie gehofft, kennt man sie nicht. War ein Irrtum, haben sie dann doch erkannt. Mhm. Und dort haben sie versucht, eine kommunistische Widerstandsgruppe aufzubauen. Und zwar sind sie im September, August, September 1943 nach Linz gekommen und sind aufgeflogen im August 1944. Also da war ich 4 Monate alt. Ja, darf ich kurz unterbrechen? Mhm. Sind sie aufgeflogen durch einen Spitzel? Es gibt eine Legende, aber diese frühen Legenden, die ich dann auch gehört habe, samt und sonders eine kommunistische Quelle hatten, muss man sie vielleicht mit Vorsicht begegnen, obwohl das dürfte stimmen. Es war nicht kein Spitzel, sondern es war ein junges Mitglied auch dieser einer anderen Widerstandsgruppe, aber auch in Linz, der verhaftet, der aufgeflogen ist und unter der Folter, weil er meine Mutter zufällig gesehen hat und gekannt hat, in Linz, ist in den Kinderwagen gegangen ist und daher unter der Folter gesagt hat, und eine Gerti Schindl gibt es auch. Ne? Und so ist sie aufgeflogen. Es war kein Spitzel, sondern es war einfach auch ein Opfer. Mhm. Er hat übrigens den Krieg irgendwie überlebt, dieser junge Mensch. Mottl hat er mit Vornamen geheißen. Und er liegt am jüdischen Friedhof in Wien. Also er hat den Krieg überlebt und ist irgendwie nach dem Krieg gestorben. Aber natürlich, es gab von Seiten der Kommunisten, wie ich das auch gehört habe, große Vorwürfe gegen ihn. Aber als ich dann später den ganzen Sachverhalt erfahren habe, war er einfach ein Folteropfer. Und wer bitte möchte, kann von sich sagen, dass er dicht hält, wenn er gefoltert wird. Das weiß man dann nur im Augenblick, wenn es dann passiert, ob man das überhaupt schafft. Also man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Das alles erinnert mich sehr jetzt an eine Geschichte aus dem unmittelbaren, aus der sogenannten Umbruchzeit, aus dem sozialdemokratischen Milieu, wo ein Sportreporter der Arbeiterzeitung in der Tat, es hat in der Nachkriegszeit einen Gerichtsprozess gegeben und alles, muss nicht unbedingt den Namen auch erwähnen, aber es war ein Sportreporter der Arbeiterzeitung, sehr jung, der es offensichtlich mit bestem Wissen und Gewissen in den Widerstand gegangen ist und irgendwas vorgehabt hat, sozusagen der größte Widerstandskämpfer überhaupt dieses Landes zu werden, sich in der einen oder anderen Form mit der Gestapo eingelassen hat, aus genau dieser Motivation heraus und natürlich von der Gestapo instrumentalisiert wurde. Mhm. Nicht zuletzt auch unter der Einwirkung von Folter. Und der hat zum Beispiel die Kette Leichter ausgeliefert. Mhm. Der hat den Robert Danneberg ausgeliefert. Mhm. Ja? Also eine unglaublich dramatische persönliche Schicksale in dieser Zeit. Und Sie haben es gesagt, lieber Robert Schindl, man kann nur sozusagen die Gnade der Nachgeborenen, das hat schon auch was. Ja. Na, vor allem sollte man halt nicht richten über Leute, die unter der Folter etwas sagen, weil man selber nicht weiß. Das sind ja Helden oder sie waren auch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, die halt nichts gesagt haben. Und meine Mutter, die ich ja dann immer gefragt habe, wie sie denn unter der Folter wie sie das denn ausgehalten hat, hat wahrscheinlich gegen die Wahrheit gesagt, ich bin gar nicht gefoltert worden, die haben eh schon alles gewusst. Glaube ich ja zwar nicht, ich glaube schon, dass sie mich schonen wollte, aber so ist es sozusagen bei mir rübergekommen. Aber sie war eine ungewöhnlich tapfere Frau, die ganze Zeit. Und ich traue ja durchaus zu, dass sie sozusagen der Gestapo wirklich Paroli bieten hat können. Sie muss eine ungewöhnlich tapfere Frau gewesen sein, weil diesen Terror und diesen Wahnsinn zu überleben, das will einiges heißen. Ich denke mir, die Republik hat sich dann auch in der einen oder anderen Form erkenntlich gezeigt. In der einen und in der anderen Form, wie wir wissen. Ja. Ist diese
dieses Bewusstsein aus genau diesem, ich sage es jetzt einmal so, aus genau diesem Milieu des Widerständigen, aus diesem Milieu des Sich-Behauptens, aus diesem antifaschistischen Milieu, das ist ja in Ihre persönliche Biografie direkt eingelaufen. Naja, nicht nur das. Sie war sowohl eine sehr tapfere Widerständlerin als auch eine ganz starke Opportunistin, was Stalin anlangt. Es waren beide Sachen drin. Stalin hat sie noch lang nach seinem Tod, also bis 1956, verteidigt, hat dann diese KPÖ-Formel noch gefunden, 30% waren gut und 70% waren halt problematisch. Sie hat es also so ganz abgelassen, hat sie nicht von ihm. Er war quasi die politische Liebe ihres Lebens, Josef Vissarionowitsch Stalin. Und da war von einer Widerständigkeit und Tapferkeit in dem Sinn jetzt keine Rede. Für die Partei hätte sie halt vieles gemacht, würde ich sagen. Wir haben auch darüber gesprochen. Andererseits hatte sie einen Lebensgefährten, der nicht mein Vater war, war vorher, der Reisinger, Anton Reisinger, der eh sehr bekannt ist, der auch hingerichtet wurde, mit dem sie in der Sowjetunion war. Und der gerochen hat die kommenden Ereignisse in der Sowjetunion unter Stalin und mit ihr schon 34 nach Österreich zurück ist. Und von daher habe ich das Gefühl, dass meine Mutter schon gewusst hat, was mit dem Stalin, was da eigentlich los war, es aber ganz tief verborgen hat, weil sie immer, wie so viele Kommunisten damals, und keine Zweifel aufkommen hat lassen. Auch Helden haben sozusagen eine andere Seite. Ihre andere Seite, ja. Jetzt muss ich aber bei dem Punkt verbleiben, weil wie Sie das jetzt erzählt haben, ist in mir das Bild aufgestiegen, dass es gab da irgendeinen besonders gefeierten Geburtstag Stalins nach 1945. Da haben sich Sektionen der KPÖ, die Frauen in den Sektionen hingelegt und haben einen Tischdeckel gestickt. Und der hat man dann in nach Moskau geschickt und alles das. Also es ist eine geradezu unglaubliche Heldenverehrung. Er wurde verehrt wie der gute Zar. Wie sich noch herausgestellt hat, da das genaue Gegenteil. Aber ja, das war ja nicht nur bei den einfachen Arbeiterfrauen so. Vor meinem geistigen Auge liegen Bände von Huldigungen an Stalin, die größten europäischen Intellektuellen, und zwar Männer wie Frauen, haben ihre Huldigungen abgeliefert. Und das ist natürlich schon etwas, was für uns aus der Rückschau, auch in Kenntnis des Jahres 1989, 90, eigentlich unverständlich ist. Ja, man muss aber unterscheiden. Es gab zwei Arten von Huldigungen. Es gab die Huldigungen von sehr vielen naiven Menschen, die wirklich an es geglaubt haben. Und es gab die Huldigungen auch von vielen Intellektuellen, die zwiespältig waren, schon damals. Und die halt wie Köstler und so weiter gedacht haben, im Interesse der guten Sache müssen wir jetzt diesen Führer auch huldigen, auch wenn wir wissen, Brecht ist ein gutes Beispiel, dass er eigentlich ein Verbrecher ist. Also Brecht hat ein Gedicht geschrieben an seinen chinesischen Ochsen, in dem er dann sagt, willst du vor der Aussaat verrecken, du Hund? Sozusagen, was ein eindeutiges Stalin-Gedicht ist. Sozusagen, du musst jetzt im Interesse des Sozialismus da noch durchhalten, aber dann wollen wir dich losschreiben. Quasi, ne? Also das hat es auch gegeben. Er war vielleicht nicht ganz so heldenverehrt, wie es auf uns gekommen ist, bei sehr vielen, sondern da gab es sozusagen eine innere und eine äußere Sprache innerhalb der kommunistischen Partei. Und natürlich haben viele, die damals auch diese zweite Sprache gehabt haben, dann nachher gesagt, ich habe es immer schon gewusst und war es immer schon gegeben. Das war natürlich auch so, aber das hat man damals nicht gemerkt. Es gab keine Stimmen wegen der Moskauer Prozesse 37 in diesem Blutjahr von den damaligen, die später ausgetretenen Kommunisten. Die haben das alles noch mitgemacht, beziehungsweise sind vielleicht dadurch erst hellhörig geworden.
Zweite Stimme, zweite Sprache. Bleiben wir vielleicht nur ganz kurz bei den, großen Terrorprozessen, wenn ich sie so bezeichnen kann. Du hast ja dieses Phänomen, und da spielt natürlich wieder die Folter und die psychische und die physische Folter eine ganz eine wesentliche Rolle. Aber du hast ja das Phänomen, dass diese Menschen, die Opfer, die ja teilweise nicht die geringste Ahnung hatten, warum sie Opfer werden, weil der stalinistische Terror ja genau eben nicht rational erklärbar ist. Ja. Es hätte eigentlich zu jeder Zeit jeden treffen können. Außer Stalin selbst. Außer Stalin selbst, ja. Und Stalin hat ja angeblich auch wirklich eine Paranoia entwickelt gehabt, sozusagen vor Attentaten und vor Anschlägen auf ihn aus den Reihen der Partei und hat damit die ganzen alten Bolschewiki ausgerottet. Mich würde schon sehr stark interessieren, weil das sind doch dann Menschen, die die Beschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden, übernommen haben und dann auf ihre Richtstätte gegangen sind mit der Sozialismus wird siegen oder lang lebe der Sozialismus oder was lang lebe Stalin. Lang lebe Stalin, genau. Ein bisschen erinnert mich das ja an diverse Albigenser oder Taboriten, von denen man sagt, Sozialrevolutionäre des Mittelalters, von denen man sagt, sie sind singend in den Tod gegangen. Ja? Na, das war einfach eine ganz einfache Sache. Ich weiß zwar, dass ich unschuldig bin, aber ich muss ja der Sache dienen. Und die Sache, ich muss sozusagen das Opfer bringen, weil wo gehobelt wird, fahren Späne. Und es muss halt mit den Feinden des Sozialismus aufgeräumt werden. Und wenn ich dazu gezählt werde, werde ich diesen ganzen Prozess nicht vor den großen Massen in Zweifel ziehen. Und deswegen werde ich das auf mich nehmen. So haben sie gedacht. Dazu hat es nicht einmal so einer großen Folter bedurft. Das haben sie sozusagen, Sinuljew Kamenew, eingesehen, dass sie das noch im Interesse der Parteien machen sollen. Es gibt auch irgendwelche Aussagen, dass ihnen noch was versprochen wurde, dass sie zwar verurteilt werden, aber dann und so weiter, was nicht dann doch nicht eingetreten ist. Also es gibt sozusagen die menschliche Seele und vor allem eine kämpfende menschliche Seele ist zwiespältig. Beachtlich ist allerdings, dass ein großer Teil der prominenten Opfer Stalins jüdischer Herkunft waren. Und diese zweite Komponente, die zieht sich sozusagen durch. Das ist so ein eigener Kontinent, jüdischer Kommunist sein oder Kommunist jüdischer Herkunft zu sein, auch Sozialdemokrat jüdischer Herkunft zu sein, über das man vielleicht auch sprechen kann. Weil das, glaube ich, sehr prägend war das Verleugnung des Jüdischen, der Versuch, so war es auch bei meiner Mutter, die hat sich als Hitlerjüdin bezeichnet, also der Hitler hat sie wieder zur Jüdin gemacht. Hat sie judifiziert sozusagen, ja. Weil die alle der Auffassung waren, ich glaube, das ist bis zur Podokreiske gegangen, dass das Judentum ja eigentlich eine Religion ist, eine Religionsgemeinschaft ist. Er hat irgendwann, glaube ich, sowas gesagt, die Juden sind kein Volk und wenn, dann ein Mises, das berühmte Zitat. Aber natürlich hat er nicht wirklich geglaubt, dass es ein jüdisches Volk gibt oder vielleicht auch, aber jedenfalls nicht verlautbaren lassen. Und die Kommunisten haben es jedenfalls geleugnet, dass es ein jüdisches Volk gibt, sondern das war nur eine Religionsgemeinschaft. Und daher war sozusagen in dem Augenblick, wo sie Kommunisten waren und Atheisten, waren sie auch keine Juden mehr. Das war natürlich ein Verdrängungsprozess von so vielen Leuten wie auch meiner Mutter, die aus orthodoxen Familien gekommen sind, die schon sozusagen Bände spricht und die auch gleichzeitig zeigt, dass indem sie das verdrängt haben, haben sie aber das, was der Kern des Judentums, ohne es zu wollen, mitgenommen und in den kommunistisch-sozialistischen Kampf eingebracht, nämlich den Messianismus. Der Messianismus ist ihnen geblieben. Sie haben das ganze Judentum sozusagen auf den Misthaufen der Geschichte geworfen. Aber als Messianisten sind sie der großen messianistischen Bewegung, der kommunistischen Internationale beigetreten, um für das Paradies auf Erden zu kämpfen und sind so eigentlich Juden geblieben.
Und vielleicht auch neben diesem Messianismus, gefällt mir sehr gut, ich habe jetzt die ganze Zeit den Otto Bauer von mir gehabt, ja. Neben dem Messianismus natürlich auch der Intellektualismus, der Schriftgebundene, die Interpretation des schriftlichen, der schriftlichen Überlieferung, der schriftlichen Datierung, das denke ich mir, ist schon auch ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang. Es ist ja interessant, das gilt für die Kommunisten, es gilt ein bisschen vorher, so in Zeiten des Roten Wien, um das so anzusprechen, gilt es natürlich für die Sozialdemokraten. Genauso deren intellektuelle Führungsschicht ja ausschließlich jüdisch war, genau in ihrem Sinn. Man war natürlich Atheist, man hat sich natürlich davon befreit, im Namen der Zukunft, weil man sich von jeder ethnischen, völkischen, nationalen etc. Identität doch befreien musste. Der Otto Bauer ist Mitglied der Kultusgemeinde geblieben, sein Leben lang. Und er wurde einmal gefragt, ich habe es jetzt leider nicht parat, von wem, warum dem so sei. Und er hat gesagt, naja, zu Ihnen hat noch niemand Saujud im Parlament gesagt. Also da war schon noch auch diese, aber in seinem Werk, und ich bilde mir ein, sein Werk sehr genau zu kennen, da hast du in dem Sinn nichts Jüdisches, außer eben genau diese angesprochenen Ebenen. Und war ja bei meiner Mutter, wie gesagt, auch so, die war zwar keine Intellektuelle, aber das hat sozusagen, für sie war das Jüdische, sie hat dann immer nachher gesagt, Jüdin bin ich, wenn ein Antisemit kommt, dann bin ich Jüdin. Also das war quasi nur in diesem Sinn, weil sie würde sich sozusagen nicht verleugnen, aber sie hat auch ihre jüdischen Wurzeln nicht verleugnet, aber das Judentum in ihr hat sie sozusagen in Kommunismus übersetzt, wie sehr viele, oder in Sozialen, in Marxismus übersetzt. Darf ich, lieber Robert Schindl, die Frage stellen, wie war das beim Robert Schindl? Ja, bei mir war es auch so, kann man nicht sagen, weil ich bin von meiner Mutter aus hätte ich überhaupt lange nicht erfahren, dass ich jüdisch bin und sie jüdisch bin. Aufklärer waren die Buben auf der Jesuitenwiese, mit denen ich Fußball gespielt habe und die mich gelegentlich ein Jüdlein oder ein Saujud oder sowas genannt haben. Und nachdem sie ein paar Mal Saujud zu mir gesagt haben, da erinnere ich mich noch, bin ich zu meiner Mutter gegangen am Abend und gesagt, merkwürdig, die sagen zu mir Saujud, was ist das eigentlich? Ne? Und meine Mutter hat gesagt, ach, sie glauben, dass wir Juden sind. Aber wir sind keine Juden, wir sind Kommunisten. Denn Juden ist eine Religion und wir sind ohne religiöses Bekenntnis. Das war ihre Antwort. Das heißt, die Tatsache, dass man als Jude erkannt wird, manche als Juden erkannt werden, auch manche als Juden erkannt werden, die gar keine waren, aber viele, so wie ich, ein sogenanntes markantes Aussehen hatten und die damaligen, die Leute, die in den 50er Jahren was zu sagen hatten, kannten noch die große jüdische Gemeinde in Wien vor dem Krieg und sie wussten ein bisschen auch, hatten irgendwie, mir war immer ein Rätsel, die hatten immer ein Gefühl, die konnten einen Juden immer oder oft Juden erkennen. Ich bin oft angesprochen worden, und zwar indem man dann gesagt hat, kommst du aus Spanien? Bist du ein Araber? Nicht? Aber in Wirklichkeit war der Text, sie haben ja genau irgendwie erkannt, ich bin was Fremdes, ich bin was anderes. Und dadurch bin ich sehr früh auch mit antijüdischen Ressentiments konfrontiert gewesen, die zwar immer zugeschüttet wurden mit du brauchst dich nicht gemeint fühlen, bis ich dann vor allem in der Waldheim-Zeit, aber noch schon mit großen Vorbereitungen, mich sozusagen zu meinem Judentum als nicht religiöses Judentum, als kulturelles Judentum, wenn man will, als historisches Judentum, als Endglied einer vertilgten jüdischen Geschichte selber empfunden und mich deklariert habe. Und damit bin ich auch in die Waldheim-Zeit auch zurechtgekommen. Und das haben ja dann viele jüdische Kommunisten meines Alters, haben sich dann auch, sind in die Kultusgemeinde wieder eingetreten und ähnliches, und haben sozusagen
das manifestiert, dass es eben auch ein nicht-religiöses Judentum geben kann, das sich auch dazu bekennt, ohne dass es einen völkischen oder rassistischen Akzent hat. Im Sinne von Freuds Jude ohne Gott? Vielleicht, ja, genau. Er war einer der Ersten, der das wirklich erkannt hat. Der gesagt hat, er ist nicht religiös, aber er wird immer bekennen, dass er ein Jude aus Wien ist. Ja, Judas. Hat er dann bekommen, als ein wirklich irreligiöser Mensch. Mhm. Und das war vielleicht sogar ein, es gab ja auch andere, es gab ja die ganzen großen, viele Denker, Denkerinnen des 19. Jahrhunderts waren jüdischer Herkunft und hatten mit Judentum nichts zu tun. Aber man kann im Nachhinein, und manche hellsichtige Leute wie Buber und so weiter, haben das auch schon zeitgenossenmäßig erkannt, dass die Tatsache, dass sie jüdischer Herkunft sind, unbewusst eine große Rolle für ihr soziales Engagement gespielt haben. Und manche haben das ja auch eingestanden. Mhm. Ich glaube, der Bruno Kreisky hat dann auch dazu gehört, dass er eingestanden hat, dass das eine Rolle gespielt hat. Das hat er unzweifelhaft im höheren Alter, wenn ja, ich ja, das... Ja, ja, wir haben den weißen Bart genau. noch eine kleine Assoziation jetzt zu Ihrer Mutter. Sie hat im Übrigen das gesagt, was ich bei Wittgenstein gelesen habe. Ja, Wittgenstein, damals schon im Oxbridge, also in Oxford und Cambridge-Milieu, hat simpel und einfach gesagt, wie Hitler an die Macht gekommen ist und im Speziellen nach dem Einmarsch in Wien, haben die Kollegen ihr Beileid und ihr Mitgefühl ausgedrückt. Mhm. Und der Wittgenstein sagt, erst in diesem Moment hat er erkannt, dass er eigentlich jüdisch ist. Und gefährdet ist. Ne? Und gefährdet ist, Gefährdet ja, werde. Ja, mhm. ja. Also das ist schon etwas, was offensichtlich auch das blöde Wort, zu dem Zeitpunkt Zeitgeistiges, ne? Dass dieses wieder bewusst werden. Es gibt ja auch in der heutigen, in meiner Generation noch ein paar Kommunisten jüdischer Herkunft, die genau die gleiche Position wie diese Eltern haben, sozusagen nichts mit Judentum zu tun haben wollen und die dadurch auch ganz ohne Probleme anti-israelisch sein können und den Antizionismus feiern können und sich gar keine Gedanken darüber machen können, was für Vorlagen sie da liefern, wenn sie nicht eine Israel-Kritik, die kann man auf an der Regierung, es gibt ja in Israel genug, die das auch machen, aber sozusagen die mehr oder weniger direkt oder indirekt Zweifel an der Existenzberechtigung des jüdischen Staates haben, weil die Juden ja eigentlich kein Recht haben auf einen Staat. Das haben eine Religionsgemeinschaft und der Gott hat sie ja sowieso nicht umsonst in die Diaspora getrieben, der liebe Gott. Ne? Und die haben sozusagen gar kein Anrecht auf den Staat, außerdem ist das ein Unterdrückerstaat, ein Imperialismus und so weiter und so weiter. Das haben manche kommunistische Juden, wenn sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben, mit ihrer jüdischen Herkunft, nachgeplappert und auch so betrieben. Mhm. So auch ich. Mhm. Zum Beispiel 1967, 68, beim Sechstagekrieg war ich auf Seite der Araber damals. Ne? Da war ich immerhin schon 23 Jahre. Das heißt, ich musste auch langsam erst lernen, dass sozusagen man mit dem Klassenkampf und mit der Weltrevolution nicht alle Probleme zudecken kann. Die Position in meinem engeren beruflichen Umfeld habe ich kennengelernt Ende der 70er, zu Beginn der 80er Jahre bei Helmut Gruber, der damals Professor für Intellectual History an der Columbia University war, eine vertriebene österreichische Familie. Der genau diese Position eingenommen hat und der in seiner Israel-Kritik sehr, sehr, sehr weit gegangen ist. Ja, also genau. Das hat man durchaus gekannt. Dass wir aber wieder zurückkommen auf Ihre persönliche Biografie, 67, 68 waren Sie da noch in der KPÖ, respektive nach dem, wie soll man sagen, welthistorischen Ereignis des Einmarsches der Warschauer Paktstaaten.
Ich bin ja ein Jahr vorher ausgezogen. Ein Jahr vorher? Aber nicht, weil ich so ein Prophet war oder sowas, sondern als ich 67, im Herbst 67 mit einigen Freunden auf der Uni die Kommune Wien mitgegründet habe und sozusagen wir das Establishment bekämpft haben, um es jetzt verkürzt zu sagen, und zum Establishment haben auch die kommunistischen Parteien gehört, war das für mich inkompatibel mit den Mitglieds. Ich bin seit 61, also mit 17, Mitglied der KPÖ geworden und habe das zurückgelegt, bin ausgetreten. Meine Mutter, die damals in der KPÖ gearbeitet hat, hat mich ersucht, dass ich das nicht öffentlich machen soll, weil das ist auch für sie unangenehm, sie kann es auch verstehen und so weiter. Und hat gesagt, gib mir einfach das Parteibuch und ich regel das sozusagen, wie man in Wien sagt, unter der Tuche. Ne? Später bin ich draufgekommen, dass sie noch bis 1973 die Marken gepickt hat, aber dann bin ich offiziell 73 oder 74 ausgetreten. Also das war sozusagen am Rande der Sache. Aber es war damals inkompatibel und wir haben halt an eine neue Bewegung geglaubt und sie versucht zu entwickeln, die sich jenseits der versteinerten Institutionen, dazu hat eben auch die KP gehört, bewegen. Aber Antifaschismus, linksradikal im weitesten Sinn? Naja, ich war ein bisschen, ich weiß, die Kommune Wien wird als linksradikal bezeichnet. Sie war vielleicht nicht linksradikal, sondern sie war der radikalste Ausdruck der Studentenbewegung in Wien. Aber linksradikal, wir haben alle, also sehr viele, die in der Kommune Wien waren, waren Kommunistenkinder. Und die meisten von ihnen haben den Lenin mit dem Linksradikalismus gelesen. Und wir haben keineswegs Linksradikale sein wollen, sondern wir haben nur gefunden, dass wir im Unterschied zur kommunistischen Partei wirkliche Linke sind. Das war's. Ne? Wir sind die wirklichen Linken, okay. Weil die Kommunisten waren, die waren Reformisten bereits und Revisionisten. Und so sind wir ja auch relativ, viele von uns relativ unbedarft in die Maoismusfalle dann in den 70er Jahren gekommen. Das heißt, es gibt bei Ihnen auch sozusagen eine maoistische Phase innerhalb dieses, ist ja eigentlich alles sehr, sehr Studentenbewegung. Ja, natürlich. Ne? Ja. Aber das zeigt eben, das, was mir das auch zeigt, ist, keiner von uns ist vor Ideologisierung und vor Verhärtung und vielleicht auch vor den Konsequenzen gefeit. Und wenn er durch den Zufall der Geschichte in einer Zeit aufwächst, wo das folgenlos bleibt, wenn man eine Zeit lang Maoist ist. In anderen Zeiten hätte das vielleicht Menschenleben gekostet. Mhm. Und dann auch das eigene womöglich, aber auch andere. Mhm. Sehe ich schon, hat mir das beigebracht, dass man nicht kritisch genug gegen Ideologie sein kann. Und dass Ideologie sich nähert auch aus dem Blut, aus dem jugendlichen Blut. Da ist man am anfälligsten für Ideologie, klarerweise alle. Und dass man daher den Kampf gegen jegliche Form der Ideologie sehr früh führen muss und auch mit die Diskussion mit heutigen Ideologen, ob rechts oder links, früh führen muss und die Auseinandersetzung führen muss. Weil das ist ein wirkliches Narkotikum gegenüber einem Geschichtsbewusstsein, der Ideologie. Wenn ich gebürtig lese, und ich habe es jetzt in der Vorbereitung natürlich noch einmal oder wieder einmal gelesen, dann fällt mir auf diese unglaubliche Sprachgewalt. Mhm. Aber die Sprachgewalt, die eigentlich ist es die Sprache der Poesie. Es ist eigentlich sehr, sehr poetisch. Dankeschön. Ja, das glaube ich. Ich bin auch nicht der Erste, der das behauptet, denke ich mal. Lieber Robert Schindl, wie verträgt sich das? Diese, ich würde jetzt mal sagen, Neigung zur Poesie, zum
zum Lyrischen auch, mit doch einer relativ harten Politik, wo wir sind die Wahnlinken, oder dann gibt es auch eine maoistische Phase und so, wie vertraut sich das? Es hat sich auch nicht vertragen. Es hat bei mir in den 70er Jahren zu Alkoholexzessen und anderen Betäubungen geführt, war nicht der Einzige. Sehr viele waren treue Maoisten, aber haben es eigentlich nicht ausgehalten, weil sie irgendwo gespürt haben, dass das eigentlich eine Lüge ist, ne? Und dass sie in zwei Sprachen sprechen müssen. Es gibt einen Ausdruck, der mir jetzt nicht einfällt. Sklavensprache, glaube ich, heißt das. Sklavensprache und so weiter. Erklären kann ich was aus der Sozialisation, dass man sozusagen für das Gute kämpfen muss, für den Sozialismus, gegen Ausbeutung, gegen Faschismus, was halt alles im Portfolio einer kommunistischen oder auch sozialdemokratisch, links sozialdemokratischen Familie war. Nachdem die Studentenbewegung in Österreich auch wegen ihrer Ziellosigkeit bis zu einem gewissen Grad zerfallen war und das Bedürfnis entstand, ordentliche Verhältnisse zu schaffen, und es in Deutschland auch schon die K-Gruppen gegeben hat, also die kommunistischen Gruppen, die verschiedenen, in denen sozusagen straff organisiert, demokratischer Zentralismus und so weiter, nach altem Vorbild sich auch bei uns gegründet haben, hat sich bei mir der Verdacht entwickelt, ob ich nicht ein intellektuellen Kind und irgendwie ein Künstler und irgendwie verdorben bin und auf diese Art dem Volke nicht wirklich dienen kann, weil ich so einen Individualismus habe. Und das ist ja bekanntlich eine der Todsünden, der Individualismus nach der Kulturrevolution in China. Und dann habe ich gedacht, vielleicht stecke ich jetzt meine ganzen Bedenken und so weiter zurück und schließe mich einfach als das 17. in der 17. Reihe, der vierte von links oder von rechts, stelle ich mich dort in den Dienst, um dem Volke zu dienen und tue meine eigenen Zweifel und meine eigenen Gedanken mit anstellen und als individualistisch bezeichnen. Und so bin ich in eine fünfjährige Narkose, was ich von 73 bis 78 gegangen, solange ich halt diesen Verein dann auch immer Kandidat nur, aber immerhin beigetreten bin und einige Dinge gemacht habe, interessant war. In dem Zusammenhang noch, auch in dem wir jetzt diskutieren, als dann nämlich es eine Marsch zur israelischen Botschaft gegeben hat gegen den gegen Zionismus und habe ich mich gesehen, wie ich mitgegangen bin und ausgeschert bin und ohne dass die Leute es bemerkt haben, einfach nicht mehr mitgegangen bin. Und zum 30. Geburtstag Israels gab es eine Veranstaltung im Messepalast, also 78, wo der Kommunistische Bund sich eingeschleust hat, eingesickert hat. Und wir haben unterm Gewand Tafeln gehabt mit Sprüchen nieder mit Israel und so weiter. Und es hatten Leute auch faule Eier oder harte Eier mit und Tomaten und so gesagt. Und um 18 Uhr sollte der israelische Botschafter dort sprechen. Es waren viele Jüdinnen und Juden dort. Als ich dort hingekommen bin, haben mich einige angesprochen und sich gefreut, dass ich zum 30. Geburtstag Israels komme und das so quasi, ich bin ein Neumütiger und so weiter. Geht schon zu diesem Geburtstag, es war schrecklich. Und um 6 Uhr hätte das stattfinden sollen, hat auch stattgefunden. Aber um 5:30 habe ich den Messepalast verlassen und bin einige Tage später aus dem Kommunistischen Bund ausgetreten, beziehungsweise, ja, sagen wir so, aus dem Kommunistischen Bund ausgetreten, aber mit anderen Begründungen, nicht mit dieser Begründung. Aber es hat sozusagen, glaube ich, im Nachhinein und nach vielen Jahren Nachdenkens, hat irgendein jüdisches Bewusstsein oder so, ich habe gerochen, dass das nicht meine Freunde sind. Mhm. Und dass wir als Erster über die Klinge springen, wenn wir mit denen kämpfen. Nämlich wir Juden, wie es ja auch schon damals der Fall war.
Und irgendwie habe ich das gespürt und da hat der Bruch mit diesen ideologischen Formationen angefangen. Mhm. Weil es ein Schlagwort ist, das derzeit immer wieder in der intellektuellen, natürlich auch in der linken Diskussion aufscheint, ist es eine Form von Identität oder Identitätspolitik, die dann doch sozusagen über Fragen der Zugehörigkeit entweder bewusst nachdenkt oder einen unbewussten Impetus folgt. Mhm. Könnte man das... Das ist eine schwierige Frage. Identitätspolitik ist immer sehr problematisch, aber seine eigene Identität versuchen zu finden, ob man sich sozusagen zu seiner jüdischen Herkunft, wenn man nicht religiös ist, die Frau meint, die lachen nur über solche Probleme, nicht? Aber für uns, die wir sozusagen uns erst kennenlernen müssen, dass es ein Judentum als Kultur gibt und vielleicht eben auch als Volk, das über den ganzen Erdball zerstreut war und daher auch einen anderen Zugang zu Israel gekommen. Das mussten wir sozusagen, im Gefühl hatten wir es wahrscheinlich oder war etwas da, aber das mussten wir uns auch intellektuell oder durch Nachdenken und durch Erfahrungen erarbeiten. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es ist kein Zufall, dass ich am Ende dieser Maoistenzeit eigentlich dann die Auseinandersetzung mit meinen Wurzeln gemacht habe. Das war übrigens damals ganz, Back to the Roots war damals ganz modisch auch. Und es gab sozusagen außerhalb der Kultusgemeinde sehr viele junge Juden, die sich extra getroffen haben, einmal in der Woche im Duftdarm, das war in der Hollandstraße, und darüber nachgedacht haben, wer wir eigentlich sind. Das war am Beginn der 80er Jahre ganz üblich und dieser Prozess hat damit geendet, auch bei mir, aber auch bei vielen, dass wir uns unseres Judentums stellen. Das aber nicht heißt, dass wir deswegen jetzt religiös werden müssen, sondern dass wir die Angehörigen und Nachkommen jener Leute sind, um die es seit 2000 Jahren geht, Unterdrückungen und so weiter. Und das war zum gerade richtigen Zeitpunkt, weil dann kam Waldheim. Und der hat die letzten zaudernden jüdischen Kommunisten dazu gebracht, meiner Generation, sich zum Jüdischsein zu bekennen. Das war aber nicht eine Identitätspolitik, sondern das war individuelle Entscheidungen, die jeder einmal treffen muss, indem man sich fragt, wer bin ich? Wie zu mehreren bin ich? Weil ich ja zu mehreren. Und was gehört mir an? Wo komme ich her? Ne? Und was für Anteile könnten in mir noch sein, von denen ich gar nichts weiß? Und das war dieser Prozess am Beginn der 80er Jahre. Und der hat auch meine literarischen Sachen natürlich sehr gefördert. Oder umgekehrt, das Literarische hat auch gefördert, dass ich diesen Prozess durchführen konnte. Es gibt nach diesen Worten wenig noch, das für mich in der Diskussion offen bleibt. Wir haben mit dem kommunistischen Widerstand gegen ein totalitäres Regime begonnen. Wir haben damit begonnen. Es wird ja immer wieder gesagt und das hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, dass offensichtlich das Judentum, das Wiener Judentum, wie immer man das definieren mag, zu dieser Zeit nicht vorbereitet war auf das Kommen Hitlers, dass man nicht rechtzeitig reagiert hat, weder Vermögen noch gefährdete Personen in Sicherheit gebracht hat, dass es eigentlich als jüdischen Widerstand nicht gibt. Wenn es einen jüdischen Widerstand gibt, dann ist der organisiert in der KP. Ich möchte aber unterbrechen, es gab in Europa schon rein jüdischen Widerstand. In Frankreich gab es eine rein jüdische Gruppe, die sogar ziemlich stark war, wo sie nur Juden untereinander quasi organisiert haben. Und auch die kommunistischen Gruppen waren, wie schon gesagt, großteils jüdische Leute. Das war jetzt wirklich speziell auf die Wiener Situation bezogen. Und, und, ähm,
Und man hat so irgendwie, Sie wissen die Debatte wahrscheinlich besser als ich, die Debatte über Murmelstein und erzwungene Kooperation und. Das ist ja jetzt in aller Länge und Breite schon ausdebattiert worden. Ich habe auch ein Theaterstück darüber geschrieben. Ja. Namens Dunkelstein. Ja, ja. Genau. Ich meine, ist es so jetzt im Jahr 2020, 2021, nach all dem, was wir erlebt haben an Wiederkunft des rechten Populismus, der Rechtsextremen, der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der ein wirklicher Rechtsextremer war, alles, also bis dahin eigentlich undenkbar, obwohl schon gut vorgearbeitet wurde teilweise. Ja. Aber wie sehen Sie das? Ist es eine Wiederkehr des lange besiegt Geglaubten? Ist es etwas? Politik Netanjahus ist ja auch also sozusagen sehr, sehr, sehr im Rechtspopulistischen angesiedelt. Ja, ich würde das zwar nicht vergleichen, weil das der Rechtspopulismus des Netanjahu auf dem Boden des Judentums steht und damit auch bestimmte Hemmungen auch in den Attacken gegen Nichtjuden in Israel auch bestehen, wenn auch ich tatsächlich finde, dass er kein Glück für Israel ist, der Netanjahu, und das. Dass ich sozusagen uns allen einen etwas liberaleren Regierung in Israel wünsche, aber das nur nebenbei. Aber es gibt, der Rechtsextremismus war nie weg, er war nie besiegt. Es gab in den 50er, 60er Jahren in Amerika einen sehr gefährlichen Präsidentschaftskandidat, von dem halt keiner mehr weiß. Der hieß Barry Goldwater. Ne? Also das war halt noch zu früh. Der Nixon hat sozusagen mehrere Seiten gehabt, aber ein Linker war er auch nicht gerade. Ne? Also die Republikaner sind ja auch immer mehr nach rechts gegangen. Es gibt natürlich eine Gefahr, dass Gesellschaften nach rechts gehen. Also die Gefahr, dass sie nach rechts gehen und rechtsextrem werden, ist ungleich größer, als dass sie nach links gehen und linksextrem werden. Da gibt es viele Gründe dafür. Es gibt auch keine Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus. Die haben ganz andere, unterschiedliche Wurzeln. Das ist ein eigenes Thema. Und von daher ist die Gefahr, dass die Demokratie zugrunde geht, an einem durch ein rechtes Regime ersetzt und weitergeführt wird, immer gegeben. Und daher ist der Kampf gegen Rechtsextremismus immer auch ein Kampf für Demokratie. Und das ändert sozusagen nichts daran, dass ich jetzt da so weit bin, auch wegen meiner Geschichte, dass ich keine andere Form als die der demokratischer Prozesse in einer Gesellschaft für ersprießlich halte. Alle anderen, auch nach links auslappenden autoritären Errungenschaften und Versuche, sind höchst gefährlich, weil sie auf Kosten sozusagen der Menschenwürde und des Menschenlebens gehen. Lieber Robert Schindler, was für ein Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Danke sehr. Dankeschön.